Wie ein altes Sprichwort sagt, verheizt deine Reifen, aber nicht deine Seele. Und damit herzlich willkommen zurück bei Fifi Zockt. Wir spielen Need for Speed für die PlayStation 4. Und in der letzten Folge habe ich euch ja gezeigt, wie man einen Datsun 240Z tunt. In dem Fall hier diesen Devil Set, den wir zusammen aufgebaut haben. Optisches Tuning habe ich euch letztes Mal schon gezeigt. In der Zwischenzeit habe ich das Fahrzeug ein bisschen weiter modifiziert. Technischer Seite haben wir jetzt hier 369 PS anliegen in diesem Fahrzeug. Ich habe mich einfach mal auf das zeitgenössische Tuning bezogen. Das Fahrzeug hat jetzt hier keinen Turbolader oder ähnliches, sondern einfach nur ganz normal klassisches Tuning wie Kanäle erweitern. Ups! Und ein Überschlagsensor. So, das kann natürlich auch mal passieren. Wenn man mit der Fahrphysik eines neuen Autos noch nicht so vertraut ist, wir haben ja hier ein Fahrzeug, was mehr oder weniger in der Oldtimer-Sparte zu suchen ist, und da gab es natürlich nichts wie Fahrhilfen wie ESP, ABS etc. Das gab es halt nicht, ne? Auto pur, einfach einsteigen, losfahren und gegebenenfalls sterben wie ein Mann mit einem Dreipunktgurt. Ja, was machen wir heute? Ich habe mir einfach mal gedacht, wir testen jetzt erstmal so ein bisschen die Endgeschwindigkeit von dem Fahrzeug. Angeblich soll es ja über 300 km/h rennen. Gucken wir einfach mal, ob wir das soweit hinbekommen. Bisher sind die Straßen ja einigermaßen leer. Was ich persönlich jetzt noch so ein bisschen bemängel an dem ganzen Spiel, es ist ja jetzt schon ein paar Monate auf dem Markt zu haben. Wir spielen bisher nur nachts und wohl auch nur bei regennasser Fahrbahn. Ich dachte eigentlich, es gibt hier ein paar mehr Variationsmöglichkeiten. Also ich würde auch gerne mal bei Tag fahren. Aber vielleicht kommt das Ganze ja noch. Müssen wir einfach mal schauen. Es sind ja noch mehrere Updates geplant in der nächsten Zeit. So, jetzt gerade waren wir irgendwo annähernd an die 260 km/h. Ups. Und da bricht euch auch schon ganz leicht das Heck weg. Und den haben wir übersehen. Normalerweise blinkt man. Okay, naja, ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Oh, wie man jetzt schon sieht, ja, Schadensmodell kann sich eigentlich auch sehen lassen bei dem Fahrzeug. Eieiei, sieht ja schon kaputt aus. Aber egal, wenn wir einmal kurz in die Garage fahren, ist ja bekanntlich alles wieder in Ordnung. Ich würde einfach mal sagen, an der Stelle suchen wir uns vielleicht mal so ein kleines Rennen, um zu gucken, wie das Fahrzeug denn im Wettbewerb zu fahren ist. Gucken wir mal, machen wir einfach mal Straßenrenner leicht, ein kleines Zeitfahren. Wir teleportieren uns am besten mal direkt dorthin. So, da sind wir schon wieder. Ich habe mich jetzt hier mal für so eine Action-Ansicht entschieden. Das heißt, dass die Kameraeinstellung noch ein bisschen individueller ist. Wie man jetzt sehen kann, wenn ich nichts mache, dann wandert der Kameramann, sage ich mal, um mein Auto herum. Wenn ich jetzt anfange loszufahren, alles wie gehabt. Und wenn man zum Beispiel einen Burnout macht, wie wir es gerade schon im Intro gesehen haben, gibt es einen Zoom auf die Reifen. Und wir fahren jetzt am besten einfach mal das Rennen. Was man jetzt auch neu machen kann, man kann alle Leute, die hier mitfahren, also in der Welt auf dem jeweiligen Server, alle echten Menschen, kann man hier quasi in dieses Rennen einladen, dass das Ganze noch ein bisschen actionreicher wird. Können wir ja vielleicht die ein oder anderen nächsten Male mal schauen, ob das funktioniert. Einfach damit wir mal die Rennen ein bisschen interessanter gestalten. So, Wettlauf gegen die Zeit. 1 Minute 44 sind zu schlagen. Mal gucken, ob wir das schaffen. In dem Fall haben wir jetzt schon die Polizei hinter uns. Ja, es ist echt ein bisschen schwierig hier mit dem Fahrzeug die Spur zu halten. Also da muss man vielleicht nochmal die Einstellungen abändern. Oh, Polizei schon abgehängt? Das ging aber schnell. Ist vielleicht auch mal ganz gut, dass die Polizei uns nicht verfolgt. So haben wir wenigstens noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, uns auf das Fahren zu konzentrieren, um pünktlich im Ziel anzukommen. Wow! Ja,
Die Steuerung gefällt mir noch nicht so ganz. Der Wagen neigt zum Untersteuern. Mal knapp 30 Sekunden haben wir noch. Mal schauen, ob wir es schaffen. Gegenverkehr taucht natürlich auch immer dann auf, wenn man ihn nicht gebrauchen kann. Und wir haben es geschafft. Gut, Flatterritt, 1 Minute 26, 2000 Dollar haben wir bekommen. Kann man schon mal mitarbeiten. So. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch noch ein Rennen, Sprintrennen, Turbojagd. Gucken wir das mal. Das andere war ja ein Zeitfahren. Da waren jetzt keine Gegner bei. Aber ich möchte ja gerne mal wissen, wie sich das Fahrzeug gegen andere Fahrzeuge behaupten kann. Gucken wir mal, wie wir das jetzt packen. Mein 369 PS ist jetzt schon eine Kampfansage. Ist jetzt zwar ein leichtes Rennen, aber man muss ja trotzdem erstmal schauen, wie man das Fahrzeug so unter Kontrolle hält. Ist auch alles eine Gewöhnungsphase, muss man dazu sagen. Der eine oder andere spielt ja gerne mal ein anderes Fahrzeug. Ob es jetzt ein Fronttriebler ist oder ein Hecktriebler oder ein Allradfahrzeug. Die haben ja natürlich alle eine unterschiedliche Auslegung. Das heißt also, man muss quasi bei jedem Fahrzeug das Fahren erstmal neu erlernen. Deswegen sieht das jetzt hier auch sehr, sehr amateurhaft aus, was ich mache. Aber ich gelobe Besserung. Bisher fahren wir doch ganz gut. Vernünftiger Abstand. Ab durch den Tunnel. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe hier zwischenzeitlich wirklich Probleme, dem Straßenverlauf zu folgen. Einfach weil die Kurven manchmal so schnell kommen, auch die Straßenlichter, das irritiert manchmal alles ein bisschen. Ich denke mal, das ist es ja auch, was Need for Speed ausmacht, dass man teilweise wirklich Passagen hat, die ein bisschen unübersichtlich sind. Ist halt sehr arcade-lastig das Ganze. Ich denke mal, wenn das zu sehr auf Simulation getrimmt werden würde, dann wird dem einen oder anderen sehr schnell auch die Lust vergehen, weil im wahren Leben fährt sich das Auto doch ein bisschen anders als jetzt hier auf der Konsole. Da kann man mit solchen Fahrmanövern, wie ich sie jetzt hier habe, natürlich nicht unbedingt gegensteuern. So, auch hier wieder gewonnen, 2000. Das war jetzt das Sprintrennen Turbojagd. Was man jetzt als Finale nochmal machen könnte mit dem Wagen, wenn wir schon mal dabei sind. Gucken wir doch einfach mal nach, ob wir nicht ein Driftrennen oder sowas ähnliches in der Art haben. Gucken wir mal einfach mit der Karte nach. Ja, da ist doch eins. Ich denke mal, die Strecke können wir durchaus fahren. So bequem brauchen wir jetzt ja nicht zu sein. So, die Bremse ist natürlich ein bisschen schwächer bei dem Auto hier. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wenn man sich ein neues Auto gekauft hat, erstmal so die gängigsten Modi einfach nochmal durchspielen. Ob man jetzt einen Drifter hat oder ob man jetzt ein Fahrzeug hat, was für Sprintrennen ausgelegt werden soll. Also man kann hier zumindest dann schon mal sehen, wofür sich so ein Auto am besten eignet. Was natürlich auch sehr doof ist, dann ist das die Computergegner, die vorher gegen einen gefahren sind, natürlich auch an Ort und Stelle verweilen. Und einem dann immer in die Quere kommen, so wie hier, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann. Aber ich denke mal, hier könnte Electronic Arts noch ein bisschen nachbessern, weil das ist durchaus das, was mir persönlich auf den Keks geht. Dass ich hier versuche,
ein Rennen zu fahren. Gerade auf so einem kurzen Kurs, dass man dann irgendwelche anderen Computergegner, die nichts mit dem Rennverhalten zu tun haben, so wie jetzt hier, wir in die Karre fahren. Natürlich sehr ärgerlich, vor allem wenn man den einen oder anderen perfekten Drift hinlegen möchte, so wie jetzt, wie ich es jetzt hier die ganze Zeit versuche. Der war wieder sehr knapp gerade von dem Volvo-Fahrer. Den hier, den könnten wir uns eigentlich auch nochmal holen, den GT AE86 von Toyota. Das ist ja mit so das Driftfahrzeug schlechthin in der japanischen Szene. Aber wir haben ja noch ein bisschen Geld auf dem Konto, vielleicht können wir noch das ein oder andere Fahrzeug dazu holen. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel Platz wir in unserer Garage haben. Bisher stehen ja zwei Fahrzeuge drin, einmal der Devil Z hier und einmal der GT86. Naja, die Drifts waren schon mal besser, aber ich sehe gerade, wir führen 51.000. Das Event geht noch 6 Sekunden. 2, 1 und Ende. Autotanz. Oh, erste Position, Endpunktestand. Übung macht den Meister. So, sehr schön ist auch immer am Ende, dass einem angezeigt wird, auf welchem Level man gerade ist, wie viel Punkte man noch braucht, bis man am nächsten Level ist. Und da ist wieder einer, der mir nur in die Karre brezeln wollte. Dankeschön. Aber was wir machen. Ich denke mal, das war noch ein sehr guter Eindruck schon mal von diesem Fahrzeug. Auch wenn ich jetzt hier wirklich fahre wie so ein Fahrschüler in der ersten Stunde. Aber ich hoffe dennoch, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Von meiner Seite war es das jetzt erstmal. Ich werde mich jetzt gleich erstmal auf den Weihnachtsmarkt begeben und weihnachtliche Stimmung verbreiten. Und dann gucken wir einfach mal, was die nächsten Tage so passiert. Wenn ihr Lust habt, mal einen Vorschlag zu unterbreiten, was man so machen könnte, dann einfach mal in die Kommentare damit. Ich lese es mir durch. Ein Däumchen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Wenn euch der Kanal gefällt, dann abonniert ihn noch einfach. Und bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und wünsche euch allen besinnliche Feiertage. Bis denne.